Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Buildcraft-Spielchen. Denn hier sind wir ja nicht auf dem Server, wir sind ja in einem Einzelspielerspiel wieder. Und unsere Anlage unten ist schon am Vorbereiten, die haut sich gerade frei. Wir sind kurz nach oben gegangen. Da unten läuft er. Und wir sind kurz nach oben gegangen und werden mal schauen, ob wir hier schon von den fertigen Sachen was bekommen können. Also wir haben hier unser Eisen schon. Ich habe schon wieder 5 neue gefunden. Und dann gibt es ja hier auch die Steine, die können wir jetzt momentan nicht gebrauchen. Aber das Eisen schon mal sehr gut, denn ich habe gerade festgestellt, wir haben keine Rüstung mehr. Das ist echt doof. Dafür springen wir aber jetzt nochmal kurz nach Hause und gucken, ob wir da noch was rumliegen haben an Rüstungssachen. Das ist schon mal eine leere Kiste, die könnten wir eigentlich auch gleich dann mitnehmen. Denn wir wollen ja das hier aufgeben. Hier haben wir schon mal ein bisschen was. Ach, das Holzzeug hätte ich jetzt eigentlich gerne. Wisst ihr was, das schmeißen wir nachher weg. Das ist hier drin, kann auch abgebaut werden. Das da drin. Ja, super, hier kriegen wir da schon Kisten zusammen. Wir machen das jetzt einfach, gucken gar nicht mehr rein. Da war noch Diamanten. Na, das war der eine nur. Und wir sind fast voll beladen, das heißt, wir kriegen gar nicht mehr so viel unter. Haben wir hier einen Mülleimer? Ja, hier draußen ist der ganz große Mülleimer. Da werfen wir nämlich jetzt mal hier das Holzzeug rein. Kann ich nämlich echt nicht gebrauchen und dafür nehmen wir lieber lustige Sachen mit, die wir gut gebrauchen können. Und da können wir zum Beispiel hier abbauen. Was ist da drin? Na super! Und hier waren, glaube ich, auch noch ganz gute Sachen drin. Was fehlt mir eigentlich an der Rüstung? Mir fehlt eine Hose. Hose haben wir. Mir fehlt eine Jacke. Jacke haben wir nicht. Aber vielleicht hier. Da ist noch ein Eimer. Der ist natürlich Gold wert gerade. Wir haben hier noch diese Brick-Dinger. Wir können eigentlich alles gut gebrauchen. Ich würde sagen, wir müssen im Endeffekt eh alles rüber transportieren. So, ganz wild alles mitgenommen. Mal hier reingeschaut. Das ist jetzt nichts. Ist hier noch drin? Da. Nö. 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 So, dann springen wir wieder rüber. Zur Ölbasis. Und wir müssen den Warp vielleicht mal ändern, dass der auch zur richtigen Stelle geht, denn wir kommen immer hier falsch raus. Gut, wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen schon geholt von drüben und müssen jetzt uns auch schon mal darum kümmern, dass wir jetzt hier unsere Kiste aufbauen, wo gleich das ganze Zeug reingepumpt werden soll. Kisten habe ich ja schon dabei. Das hier ist so erstmal so eine gemischte Kiste. Also Edelstein habe ich eine extra Kiste. Also für Metalle und so habe ich eine extra Kiste gemacht. Hier für die Rohre habe ich auch eine extra Kiste. Und zwar ist die hier hinten. Hier ist die Kiste für Buildcraft Sachen. Und hier ist die Kiste für sowas. So, jetzt haben wir 53 Eisen. Da war drüben wahrscheinlich noch was gewesen. Wir müssen noch Spitzhacken bauen. Dafür brauchen wir wieder Stöcke. Mindestens mal 2 Spitzhacken müssen wir noch bauen. Und momentan können wir die ja noch nicht verzaubern. Das müssen wir uns auch noch bauen, dass wir verzaubern können. Also 1 und 2. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Jacke. Wir haben zwar jetzt keine Monster mehr eingeschaltet, aber es ist tatsächlich so, dass wir eine Jacke brauchen, falls wir mal in die Lava fallen. Und dann ist ganz wichtig, und dafür müssen wir eigentlich alles verschwenden, müssen wir noch Eimer bauen. Das gibt jetzt 10 Stück, das soll erstmal reichen. Wir tun die restlichen Sachen hier rein. Und überlegen kurz, was wir als nächstes machen. Genau, die Kiste müssen wir noch aufstellen.
Und zwar stellen wir die mal hier hin. Alle Sachen, die hochgepumpt werden, sollen dann hier in diese Kiste. Und wir stellen noch mal eine daneben, dann können wir schnell umräumen, falls die eine Kiste fast überläuft. Ja, dann haben wir unten das angeschlossen, das gräbt sich jetzt gerade frei. Das ist doch schon mal die erste Anlage, die läuft. Und ich würde vielleicht sogar vorschlagen, dass wir dann hier die automatischen Werkbänke schon gewinnbringend einsetzen. Mir fällt aber gerade nicht ein, wofür. Wir ziehen uns erstmal die Jacke an. So, Spitzäxte haben wir. Wir haben Schippen, könnten wir nochmal eine machen. So, damit. Dann, wenn wir unten sind, nicht das Problem haben, dass wir dann irgendwo nicht weiterkommen. So, jetzt habe ich ja hier. Wir haben noch einen kleinen Moment Zeit, denn unten wird ja gerade noch sowieso noch gearbeitet. Die Anlage gräbt sich da ja gerade noch so ein bisschen frei. Dann können wir noch ein paar Steinziegel produzieren. Wo ist mein Crafting Table? Da. So, einmal das und einmal das. Haben wir wieder Steine und damit werden wir auch gerade noch mal. Oh, die steht ja hier blöd. Ach, wir hatten ja eben nur den Platz, stimmt. So, wir bauen mal den unteren Rahmen hier schon mal, den äußeren Rahmen hier schon mal fertig. Und es gibt ja so eine Industrieanlage, das heißt, wir werden hier ziemlich große Fensterflächen einbauen. Dafür müssen wir Sand besorgen. Aber jetzt gucken wir gleich erstmal, wie weit unten die Anlage ist. Ob wir da noch Zeit haben oder ob das jetzt irgendwie so ist, dass wir uns da beeilen müssen. Hier werden wir jetzt mal einen kleinen Steg bauen, sodass wir hier drüber hüpfen können. Und eigentlich hätte ich auch gerne noch schon mal hier so ein paar Treppenstufen. Finde ich nämlich schick. So. Und die bauen wir uns jetzt schon mal hier unten hin. Das hat nicht ganz ausgereicht, besonders wenn man sie verkehrt rum hinsetzt. So, und dann hier eine. Das reicht uns ja erstmal. Und wir schauen mal nach unten zu unserer Anlage. Da ist ja dieser schwarz-gelbe Kasten eben zu sehen gewesen in der letzten Folge. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern? Also die Motoren laufen noch, die schwenken gerade auf grün über, das ist gut, denn mit grün sind die schneller. Und wir gucken mal hier hoch, ihr seht, hier hat sich jetzt schon so ein Spalt gebildet. Reicht uns aber noch nicht zum drin stehen. Wir werden deswegen mal losziehen und schon mal, wir haben die Eimer vergessen. Verflixt. Nochmal nach oben. Ich würde sagen, wir machen das so, dass wir jetzt die Ölbasis-Wegmarke löschen. Wir setzen die neue dann hier genau vor. Wir machen eine neue und setzen eine unten beim Quarry. Dann müssen wir nicht immer so viel die Leitern hoch und runter stapfen. So, ich würde sagen, wir bauen dann. Hier machen wir die Wegmarke hin. Wir löschen also die alte Ölbasis und setzen eine neue und nennen die Ölbasis. So, und das werden wir auch gleich unten machen. Und wir wollten die Eimer mitnehmen. So, die habe ich nämlich schön eingelagert. So, und jetzt gehen wir wieder unten. Und damit wir das nicht jedes Mal machen müssen, setzen wir uns jetzt gleich unten beim Quarry auch einen Punkt. Dann können wir immer hoch und runter springen. Und müssen nicht immer hier diese lange Leiter runterstapfen. Es sei denn, ihr wollt das. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Wenn ihr das wollt, dann mache ich das auch. Das hält natürlich länger auf und ihr könnt weniger von der Folge sehen. Aber ich werde jetzt erstmal hier eine Wegmarke machen und nennen wir mal Quarry. Genau. So, die hatten wir ja noch nicht. Es gibt ja hier noch keinen Quarry. Deswegen, wir gucken nochmal nach oben.
Hier ist noch nicht genug Platz für uns, also wir gehen nochmal nach unten. Und holen schon mal ein bisschen Lava. Da müsst ihr immer aufpassen, wenn euer Inventar voll ist, dann werden die vollen Eimer leider aus dem Inventar raus. Also dann wirft ihr die weg. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, denn so ein Eimer ist halt mit drei Eisen, die der kostet, schon ziemlich teuer. Und da sollte man darauf achten, dass man das nicht verschwendet. So, ihr seht, ich stelle immer einen Eimer rein, der wird gleich leer gemacht. Und einen zweiten stelle ich als Reserve rein. Das machen wir jetzt überall. Und hier ist noch ein Motor. Der bleibt auch noch einen Moment stehen. Jetzt gucken wir nochmal hier oben. Ihr müsst immer bei dem Motor anfangen, der am nächsten ist. Zum... Hier ist noch gut gefüllt. Dann können wir auch nochmal auffüllen gehen. So, 5 Stück haben wir noch. Wir werden uns jetzt eine Kiste hier hinstellen für volle Lava-Eimer. Die stellen wir uns mal hier in die Ecke. Denn wir brauchen gleich wieder viel Platz. Oh, 5 Eimer haben wir noch. Manchmal klappt das hier mit dem Tauschen nicht. Da bin ich zu schnell für Minecraft, glaube ich. So, jetzt haben wir alle Eimer voll. Das heißt, wir können die Anlage auch gut befüllen. Ach, was ich jetzt vergessen habe. Wir haben oben noch 2 Motoren auf Lager liegen. Und die könnten wir natürlich jetzt erstmal hier hinschrauben. Solange wir jetzt noch nicht einen zweiten Quell hier stehen haben. Der einzige Nachteil ist, dass ich hier dann nicht mehr durchlaufen kann. Man könnte aber drüber springen, so. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Na, wir gucken mal, wie es jetzt hier aussieht. Jetzt mal eine Fackel. So, wir müssten uns hier so auf der Höhe reingraben mal. Mal gucken, wie weit der ist. So, da können wir erstmal so eine Fackel hinsetzen. Immer da, wo diese Streifen sind, da kann man schon so ein bisschen vorbereiten. Und vielleicht sehen wir auch gleich, wo er schon am Graben ist. Ja, ich würde sagen, wir haben hier noch ein bisschen Zeit, weil die ersten 2 oberen Flächen sollte der schon abgegraben haben, damit wir nicht so viel graben müssen. Denn wir haben ja nicht so viel Werkzeug. Und das sollte er schon schön wegmachen. Ich will ja nur das abgreifen, was sonst verloren geht. Mal gucken. Jetzt seht ihr, da ist schon wieder eine Axt kaputt. Und das ist mir eigentlich momentan zu teuer. Deswegen würde ich sagen, wir setzen jetzt nur mal hier so ein paar Fackeln. Damit wir was sehen, soweit wie wir kommen. Das war es auch schon. Und wir warten im Moment, bis der hier alles abgebaut hat. Das macht er nämlich jetzt nach und nach schön. Und ich würde sagen, in der Zeit gucken wir mal, dass wir vielleicht schon einen Zaubertisch bauen können und eine kleine Ecke bauen in unserer Anlage, wo wir ein Hexenhäuschen hinstellen, ein Zauberhäuschen hinstellen, um unsere Sachen zu verzaubern. Tja, da war Minecraft ganz kurz abgestürzt. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie wir die Videos jetzt zusammengeschnitten bekommen, was ich immer liebe. Ich liebe es ja, wenn ich Videos zusammenschneiden muss. Nicht, dass ich das nicht kann, aber dann dauert die Verarbeitung von so einem Video halt ewig länger wie normalerweise. Deswegen bin ich da eigentlich kein Fan von. Wir müssen mal für unsere Zaubertisch müssen wir noch ein paar Sachen besorgen. Und zwar können wir eigentlich alles mitnehmen. Ich wollte aber eigentlich jetzt gerne... Das hier habe ich nämlich gesucht. Und wir brauchen auch noch Leder. Leder kriegen wir hier nicht.
Wir müssen auch eine neue Farm drüben bauen. Ich glaube, wir müssen hier auch schnell nochmal das Schilf ernten. Das wollen wir ja auch eher drüben haben. Guck mal, wie viele Tintenfische da unterwegs sind. So, das Schilf ernten wir hier, denn wir wollen ja eh jetzt woanders weiterarbeiten. Obwohl ich hier, hier war es ja wirklich schön gewesen. Und Kaktusgrün brauchen wir auch. Aber nicht hier, sondern drüben. Deswegen müssen wir das auch ernten. Kaktusgrün brauchen wir daher, um unsere Rohre abzudichten. Das nehmen wir jetzt alles mal mit. Oh, oh, oh. Denn da haben wir ja eine ewig lange Expedition für gemacht, damit wir diese Kakteen hier bekommen. Oh, wir haben ja noch unsere Schaffarm, die können wir natürlich nicht transferieren. Müssen wir gleich mal drüben gucken, wie da so die Fauna aussieht, ob wir da noch Kühe finden und für Leder, denn wir brauchen jetzt ganz dringend Leder. Und ob wir da Schafe finden für Wolle, das müssen wir jetzt gleich mal drüben schauen. So, wir gehen einfach mal hier durch. Hatte ich hier unten noch was gepflanzt? Ich glaube nicht. Ich gucke nochmal hier oben, ob wir da noch irgendwas hingepflanzt hatten. Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht. Wir hatten hier aber auf jeden Fall alle Bäume weggeholzt. Ja, dann gehen wir wieder ins Haus. Haben wir noch Platz? Ja, auf jeden Fall nehmen wir nämlich hier die Tanks mit. Die sind zwar nicht so teuer, aber... hier ist ja auch noch meine Spitzhacke. Genau, ich hätte ja mir schon eine Spitzhacke gemacht. Die könnte man natürlich mitnehmen. Also die nehmen wir auf jeden Fall mit, wollte ich damit sagen. So, wir nehmen dann auch hier die Öfen mit. Ich finde es immer schade, wenn man so eine Basis aufgeben will. Auch wenn man irgendwas Schöneres, was Neues und was Besseres gefunden hat, tut es ja dann doch irgendwie ein bisschen weh, wenn man irgendwie so eine Basis aufgibt. Nee, das will ich mitnehmen. So, wie sieht es mit Getreide aus? Hier müsste ja auch so Getreidezeugs drin sein. Nee, gar nicht. Oh, wir haben noch gar kein Getreide. Das müssen wir gleich drüben ändern. So, wir müssen zur Ölbasis. Ne, wir gucken erst beim Quarry, ob wir vielleicht nachfüllen müssen. Ah, wir sind voll beladen. Gut, wir sind voll beladen. Das bedeutet, wir müssen erstmal was ausladen. Da würde ich sagen, wir tun erstmal das Geld rauswerfen. Und wir machen noch eine Kiste für Pflanzenzeugs. Die tun wir mal hier hinstellen. Wir brauchen eh ganz viele Kisten. Also wir können auch mal hier... Hier kommt jetzt Pflanzenzeug rein. Ich brauche so ein bisschen Platz, brauchen wir nämlich. Nee, das war kein Pflanzenzeug. Dann tun wir jetzt hier einfach die ganzen tierischen Sachen rein. Da habe ich jetzt nicht so viel. Wir haben noch Kohle. Die können wir dann gleich hier auf den auf die Öfen verteilen. So ein bisschen... Das ist aber jetzt hier Holzkohle. Dann nehmen wir die raus, tun die rein. Hat super geklappt. Hier rein. Und wir machen nochmal Ziegelsteine. Auch wenn ich jetzt noch ein paar hier habe, brauchen wir die sowieso gleich. Und das tun wir auch nochmal einlagern. Jetzt gehen wir runter zum Quarry. Das machen wir so. Und wir nehmen ganz schnell die ganzen Eimer mit. Als erstes müssen wir wahrscheinlich hier nachfüllen.
Es ist nicht, hier ist nicht so viel Zeit vergangen, denn in der Zeit, wo wir drüben in der Basis waren, bleibt nämlich hier alles stehen. Dann wird nämlich der Chunk hier nicht geladen. Also der wird nicht bedient, sozusagen. Und deswegen haben wir jetzt hier noch nicht so viel verpasst. Das läuft alles noch. Dann können wir unsere Eimer auch wieder hier reinwerfen. Und schauen mal, wie weit der jetzt hier mit dem Ausgraben ist. Ah ja, ihr seht, das hat sich jetzt hier schon verändert. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier die gute Spitzhacke nehmen. Die hatte ich nämlich eigentlich aufgehoben für wichtige Sachen, da wir die ja nicht reparieren können. Und ich würde sagen, das hier ist jetzt ein Job für unsere neue Spitzhacke. Denn hier, guckt mal, diese Sachen, die möchte ich nämlich nicht, dass die verschwinden. Die möchte ich gerne mitnehmen. Und der Strahl hier hinten, der zerstört jetzt einfach alles. Das möchte ich nicht. Deswegen hier, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Sonst geht das nämlich alles verloren. Und ich würde sogar sagen, wir rüsten mal zwei Spitzhacken aus. Ich benutze die einfach hier, um das Zeug wegzuschlagen und die, um das teure Zeug zu sammeln. Nein, das sind Smaragde. Wir müssen zuerst zu den Smaragden. Schnell auf die teure wechseln. Oh mein Gott, das sind noch mehr Smaragde. Smaragde ganz selten. Da müssen wir darauf achten, dass wir sowas auf jeden Fall immer mitnehmen. So, ansonsten von der Beleuchtung her müssen wir eigentlich hier nicht so viel machen. Ich mache zwar immer Beleuchtung rein, aber lohnen tut sich das eigentlich nicht, weil... Halt. Der Quarry halt auch arbeitet, ohne dass man was sieht. Es ist eigentlich nur immer für mich, dass ich da so ein bisschen was ausbaue. So. Haben wir noch einmal dabei? Nee. Machen hier so ein paar Fackeln hin, dass wir hier so ein bisschen was sehen. Vielleicht außen an der Außenwand so ein bisschen entlang. Ihr fragt euch bestimmt jetzt, warum ich jetzt hier oben arbeite. Das ist ja außerhalb des Gebietes, wo ausgegraben wird. Ich habe mir gerade überlegt, wir machen da vielleicht der ganzen Fläche Fackeln rein. Dann sehen wir am Anfang wenigstens, was er so arbeitet. Und der baut die nicht ab, wenn die hier nebendrin hängen. So, vielleicht in jedes zweite. Huch, bin abgestürzt. Oder so ganz wild. Machen wir einfach schon wieder abgestürzt. Ganz wild verteilen wir ein paar von den Fackeln. Und da nehmen wir noch was mit. Ich hoffe, wir haben genug Fackeln. Da ist noch Kohle. Wir müssen gucken, dass wir möglichst viel Kohle auch mitnehmen. Die baut uns ja die Anlage nachher nicht ab. Wenn die erstmal am Laufen ist, dann müssen wir uns ja nicht mehr darum kümmern. Aber jetzt am Anfang ist es halt wichtig, dass wir alles, was jetzt hier in diesem... ja... Kasten, der sich jetzt hier abzeichnet, abgebaut wird, kann ich nur immer wieder noch sagen, dass, also kann ich nur
nochmal erklären. Alles, was in diesem Kasten ist, geht verloren. Das müsst ihr am besten alles retten. Sonst bekommt ihr das nicht. Die Anlage baut das zwar ab, aber die ist ja noch dabei, sich selbst aufzubauen. Und die Sachen hier in dem Kasten gehen alle weg. Und erst wenn dieser Laser sich aufgebaut hat, dann bekommt ihr die Sachen auch geliefert. Oh, das hätten wir mit der anderen machen sollen. So, wir laufen dann mal hier so ein bisschen weiter am Rand entlang. Wir sind zu niedrig. Wir müssen hier auf die Höhe. Ihr seht im Hintergrund, da wird gerade auch stark gebaut. Und ich habe gesehen, dass wir an Smaragden vorbeigelaufen sind. Die holen wir uns natürlich jetzt gleich. So, jetzt erstmal hier Fackeln. Huch, abgestürzt. So, wo waren die Smaragde? Hier oben sind die Smaragde. Die hauen wir jetzt da raus. So, dann haben wir das auch schon fast geschafft. Das ist jetzt nicht so spannend gewesen, glaube ich. Aber vielleicht konnte ich euch ja damit helfen, dass ich euch gesagt habe, hier mit dem Quarry, wie das funktioniert. Ganz tief abgestürzt. Und ihr seht, wir kriegen hier noch Material raus, indem wir jetzt hier das hier vor der Zerstörung retten. Da ist auch noch schön viel Eisen. Ihr seht, selbst der Quarry, wenn er jetzt noch nicht läuft, haben wir dadurch schon viele Vorteile und können schon viel hier abbauen, was wir eigentlich jetzt ewig lange gesucht hätten. Oh, ich muss aufpassen, da geht es wieder nach unten. Das war klar. Ich kann nämlich keine Jump'n'Runs. Also solche Jump'n'Run-Sprünge ist etwas, was ich nicht beherrsche. So, das müssen wir nicht abbauen. Das baut uns gleich die Anlage ab. So, wir gehen wieder nach hier oben und gucken. Da sind wieder Smaragde. Die müssen wir auf jeden Fall retten. Noch mehr Smaragde. Ich habe noch nie so viele Smaragde gefunden. Da unten, das ist... weiß ich jetzt nicht, ob wir das noch abbauen müssen. Nochmal Fackeln rein. Nein. Also, das geht sogar genug, ja. Immer diese Löcher im Boden. So, dann müssen wir uns auch gleich mal darum kümmern, dass wir unseren Zaubertisch fertig bekommen. Dafür brauchen wir Obsidian. Da kommen noch diese roten Dinger runtergelegt. Das bedeutet, wir haben gerade noch Strom oder wir haben gerade noch Treibstoff in unserer Anlage. Müssen wir gleich mal nachgucken, wie das mit der Versorgung aussieht. Aber momentan läuft sie noch. Sieht man immer gut an diesen roten Kästchen. So, diesen gelben Faden hier, da könnt ihr ruhig draufhauen, weil der geht nicht kaputt. Das ist einfach
Das ist nur so zur Markierung. Den könnt ihr zwar sehen, aber der geht nicht kaputt. Ich habe alles das Gefühl, ich sehe da hinten einen Enderman, aber das kann ja gar nicht sein. Oh, da oben ist Wasser. Da dürfen wir nicht weitergraben. Oh, hier wird nicht viel Kohle. Das lohnt sich ja schon mal, das Ganze einzusammeln. Übrigens, jedes Mal, wenn ihr hier, also wenn ihr helft beim Graben, ist natürlich auch so, dass die Anlage umso schneller fertig wird. Denn sie muss ja, weniger selber graben. Also ihr helft eigentlich dabei, dass die Anlage sich schneller aufsetzen tut. Nee, das, wo ist denn unser Aufgang? Egal, mach mal den neuen. So, und... schön Licht machen. Und jetzt haben wir fast die Reise schon beendet. Hier ist ja dann schon fast Ende. Oh, nee. Und die Fackeln haben tatsächlich ausgereicht. Da können wir sogar noch mehr setzen. Ich würde mal sagen, da fackeln wir nicht lange. So, die Anlage läuft dann noch. Hier die ganze Seite müssen wir noch ein bisschen beleuchten. Ihr seht, wir haben da hinten... hier müssen wir noch beleuchten. Vorsichtiger sein, den dürfen wir nicht weghauen. So, dann hier das noch weg. Hier ist noch Kohle. Also es lohnt sich alleine schon bei diesem Aufsetzen immer hier die Sachen einzusammeln, weil ihr könnt ja zielgenau immer genau das wegschlagen, was auch interessant ist. Und man muss sich um die Steine nicht kümmern, das macht die Anlage. Das ist halt echt ein riesiger Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Das spart auch viel Material. Wir graben uns jetzt noch hier bis zum Ende, dann haben wir hier alles beleuchtet und dann kann es ja eigentlich auch schon losgehen hier. Guck mal, war noch mehr Eisen. Und dann machen wir gleich mal so eine kleine Auswertung, wie viel wir jetzt alleine durch diese Mini-Tour hier, wo wir ja nur mitgenommen haben, was auch wirklich wertvoll für uns ist, was wir da alles gewonnen haben. So, hier ist jetzt noch ein bisschen Eisen. Gerade mal nach oben gucken. Die Steine hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber na gut. So, jetzt gucken wir mal rein. Also ich habe 5 mal Gold und ich habe 34 mal Silber. Quatsch, Eisen. Und Smaragde haben wir 15 Stück. Leute, es gibt wirklich Spiele, da habe ich über Monate gespielt und da hatte ich niemals insgesamt 15 Smaragde. Das hier ist echt eine coole Karte, muss ich ehrlich sagen. Hier gibt es viel zu finden. Und diese 15 Smaragde wären ja komplett verloren gegangen. Ich sag's jetzt nochmal, ich weiß, es nervt ein bisschen, wenn man das so oft sagt, aber man kann das gar nicht oft genug erwähnen, dass das hier tatsächlich verloren geht. So, jetzt müssen wir auch, glaube ich, mal unsere Anlage nachfüllen. Das wäre fast schief gegangen.
Ja, wir nehmen mal. Wir haben nur noch einen. Müssen wir so ein bisschen Platz schaffen. So, 6 Eimer haben wir noch auf Lager. Aber wir hatten auch hier oben auf der Fläche irgendwo Lava. Die müssen wir gerade mal wegschöpfen, denn die stört uns nachher. Die müssen wir jetzt da wegholen. Denn die kann nämlich der Steinbruch nicht abbauen. Und ihr seht, wir können erstens hier super gut in der Grafik hängen bleiben. Oh, das ist ein Problem. Da müssen wir zubauen. Das kriegen wir so nicht geregelt. Und dann müsste immer ein Stück weggehen, denn da kann es passieren, dass man da ganz blöd, wenn die auseinanderläuft, sich noch im letzten Moment noch Lava abbekommt. Das wollen wir ja nicht. So, hier hüpfen wir mal rüber und schauen mal, was wir hier so finden, wenn wir hier die Gänge entlang laufen. Da wird es ziemlich dunkel, also da sollte keine Lava sein. Das sieht auch schlecht aus. Wo kommst du denn her? Dann holen wir wieder an unserer altbekannten Stelle hier unten. So. Wir füllen zuerst hier unten nach. Da war ja noch was drin. So. Und ich sehe gerade, wir müssen ganz dringend eine Folgenpause machen. Denn wenn ich den kaputten Teil, wenn ich den abgestürzten Teil dran schneide, dann haben wir tatsächlich schon eine Folge von 40 Minuten. Deswegen sage ich, ich mache eine kurze Folgenpause und morgen geht es weiter. Für mich natürlich jetzt sofort, aber ihr müsst euch leider bis morgen gedulden, bis es weitergeht. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Hoffentlich guckt ihr auch weiter zu. Das wäre super. Schreibt was in die Kommentare. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, wenn ihr das Video gut gefunden habt. Bis dann, macht's gut. Tschüss.